Hallo zu meinem heutigen Video. Heute geht es mal um Desktop-Screencast-Aufnahmen, ja, die ich unter Linux Ubuntu ja auch mache für meinen YouTube-Kanal. Ihr seht, dass ich hier auf einer Internetseite bin, die wikiubuntu.de/screencast heißt. Und hier haben wir eine kleine Tabelle mit einigen Programmnamen, die unter Unity lauffähig sind oder auch nicht. Und da habe ich zwei Favoriten, mit denen ich schon Erfahrung habe. Einmal Record My Desktop. Hier könnt ihr es sehen. Und ihr seht auch, dass hier solche Tabellen sind wie Vollbild, ja, Ausschnitt, ja, Fenster, ja, Audio, ja. Und wenn ich jetzt wieder rauszoome, dann seht ihr oben hier nochmal das Programm Kazam. Kazam ist jetzt momentan mein Favorit, habe sehr lange Record My Desktop genutzt mit einer GeForce-Grafikkarte. Das war noch ein Big Tower-Gerät von Acer. Momentan arbeite ich mit einem Dell-Notebook und hier ist eine Intel HD 4000 integriert. Und da hatte ich mehr Probleme mit Record My Desktop. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es unbedingt damit was zu tun haben muss. Aber was anderes kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Und Kazam, das geht ja wunderbar jetzt gerade. Was ist nicht gegangen? Ich zeige euch jetzt zum Beispiel mal so einen Compiz-Effekt, dass ich jetzt eben den Würfel drehe. Wenn ich dieses getan habe mit Record My Desktop, dann hatte ich ja eingefrorene Fenster und auch solche kachelartige Bildungen. Höchstwahrscheinlich gibt es irgendwann mal nochmal so einen Intel HD Treiber, wo das vielleicht behoben wird. Jetzt momentan kann ich mir helfen mit Kazam. Und falls ihr auch mal Interesse habt auf andere Programme, eben andere Screencast-Programme mal ausprobieren möchtet, könnt ihr gerne mal hier auf diese Seite, den Link werde ich unter dieses Video mal einfügen. Und ja, ihr könnt ja dann mal ausprobieren, ob das was für euch ist. Ich hoffe, das Video war ja hilfreich und die ganzen Anfragen sind damit beantwortet. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.